Hallöchen! Und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV, wo wir einen kleinen hübschen Anblick für die Mädels hier haben. Ja, hier völlig nass und. Oh, hi! Hey, du bist nicht von hier, oder? Eine Abenteurerin, vermute ich. Tja, ich bin Mefrit, Mitglied der ehrenvollen Befreiungsarmee von Alamigo. Aber viel Ehre uns ist nicht geblieben. Habe ich gerade gesagt, und viel Ehre uns ist nicht geblieben? Seit wir aus unserer Heimat fliehen mussten und hier unser Dasein als Flüchtlinge fristen. Doch sag, was kann eine Abenteurerin wie du von einem gestrauchelten Krieger wie mir wollen? Na, dass du dein Hemd auslässt. Doch sag, ja, sorry. Bin schon ganz verwirrt, ey. Hauptmann Mefrit! Es geht um Galien. Er glüht fast vor Fieber. In diesem Zustand macht er es nicht mehr bis morgen. Wir müssen etwas unternehmen, sofort. Fuck! Ich habe diesen dämlichen Walddollen schon tausendmal gesagt, dass wir dringend Medizin brauchen, aber auf uns hört's ja hier niemand. What the fuck? Für diesen Verluft! Du hast gehört, was Sache ist, Abenteurerin. Einer meiner Männer krepiert. Bitte Albreda, die Waldeulen zur Vernunft zu bringen. Sie ist die Einzige, die uns helfen kann. Du weißt schon, dass die da gleich gegenübersteht und du mit ihr reden könntest oder dass die das höchstwahrscheinlich auch sogar selber gehört hat. Guck mal, die ist gerade mal hier so 10, 20, 15 Meter weg. Oh Mann. Gut gesättigt. Mahlzeit. Ach. Hier, die wollen. Die will ich! Einer von Mefrits Männern liegt im Sterben? Oh mein Gott! Doch ich fürchte, ich kann nichts für euch tun. Ich möchte meine Landsleute wahrlich nicht im Stich lassen, doch ihre Bitte zu erhören, käme einem Aufstand gegen die Gebieter gleich. An den Gesetzen des Waldes darf nicht gerüttelt werden, sonst trifft uns der Zorn der Gebieter. Und nicht nur die Flüchtlinge, sondern alle hier in Mühlenbruch. Wir würden für immer aus dem Wald vertrieben werden, diese Bürde ist zu schwer für meine Schultern. Einzig der Seherin Charlene steht es noch zu, eine andere Entscheidung zu fällen. Wenn du, eine Außenstehende, sie bittest, lässt sie vielleicht mit sich reden. Die Seherin Charlene. Wieder mal durch die Menschenmasse. Alles klar bei dir? Wie siehst du denn aus? Gruselig, wenn sie so groß ist. Gruselig, dass wir auch so nah dastehen. Hm. Ich soll Gnade vor Rechter gehen lassen und Mefrits Gefolgsmann retten, sagst du? Du weißt nicht, welch töricht die Bitte du da an mich richtest. Nicht ich habe verfügt, dass Galien kein Platz unter uns bestimmt ist. Nein, es ist der Wille der Gebieter. Und dieser Wille ist unumstößlich. Jeder der Flüchtlinge wird von den Gebietern beurteilt. Und wen der Wald ablehnt, der ist ihm nicht willkommen. So wie Galien. Der Wald hat entschieden, dass Galien seines Schutzes nicht würdig ist. Und dieses Urteil ist endgültig. So war es und so wird es immer bleiben. Ja, moin. Die werden wahrscheinlich auch dagegen, Bluttransfusionen zu kriegen, wenn die einen Autounfall haben. Was ein Auto ist, das wissen die bestimmt schon. Fuck! Scheiß Gebieter! Mögen die Druiden an ihrem Blätterfrasser sticken, ey, ist doch wahr. Ich würde ja liebend gerne aus diesem Drecksloch von Wald verschwinden, aber ich kann meine kranken und geschwächten Männer nicht im Stich lassen. Die armen Kerle kämen keine 10 Jalme weit, so sehr hat die beschwerliche Flucht aus Alamigo ihnen zugesetzt. Aber das ist doch schon 20 Jahre her, hieß es doch, oder? Das ist doch schon 20 Jahre her, dass die aus Alamigo geflohen sind. Wieso sind die denn jetzt immer noch kaputt? What the fuck? Oh, Ralgr. Hast du deine treuergebenden Diener am Ende doch verlassen? Danke fürs Geld. Davon könntet ihr euch zwar Medizin kaufen, aber ich nehme es trotzdem. Danke. Ich habe meine Männer nach Mühlenbruch geführt, weil ich dachte, man würde uns hier ein Dach über den Kopf gewähren. Aber die armen Kerle, die von den ach so ehrwürdigen Gebietern nicht für gut genug erachtet wurden, müssen jetzt draußen vor den Stadttoren ein elendes Dasein fristen und so wie wir oberkörperfrei im Regen stehen. Kein Wunder, dass die da krank werden. Die meisten sind am Ende ihrer Kräfte und würden die Strapazen einer weiteren Reise nicht überleben. Also sitzen wir hier fest. Naja, und du hast ja gesehen, auf welch offene Ohren wir bei den Waldeulen stoßen. Deswegen will ich meine Bitte heute an dich richten, Abenteurerin. In meiner Heimat Alamigo gibt es ein wirksames Mittel gegen Fieber, das aus Antilopenhörnern gewonnen wird. Wärst du so nett, uns 4 davon zu besorgen? 4 Hörner? Okay. Ah ja, immerhin kriegen wir das angezeigt, wo wir die Antilopenhörner herkriegen. Dachte schon, ich muss hier selber danach suchen.
Aber zum Glück nicht. Antilopenhörner könnte ich, glaube ich, auch brauchen für irgendwas zum Herstellen. Ich glaube, für den Goldschmied. Naja. So, du Bock. Stirb. Und lass deine Hörner da. Logischerweise sind da nur die männlichen Antilopen gefragt. Die weiblichen sind nicht horny genug. Haha, haha, da hat er wieder Späßle gemacht. Reichen genau drei? Jo. Hey, Bocky. Ach, die hackt hier an den Bäumen rum. Ist also ein Gärtner. So. Mann. Ein Eis reicht? Ja, passt schon. Ach so, dann haben wir die Hörner schon fertig. Na, ich dachte, ich hätte noch eins hier offen gehabt. Aber da war das wohl noch nicht gut genug. Eine flexible Sehne haben wir erhalten. Nice. Das ist ja der absolute Shit. Njop, 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 njop. What the fuck? What the fuck trägt dich denn hier nur rum? Cheezel Weasel. Gibt schon krasse Sachen. Ich will auch sowas. Hey, Manfred. Na, war deine Jagd erfolgreich? Jo, guck mal hier. Ich hab dir hier Hörnchen mitgebracht. Oh, genau, was ich brauchte. Ausgezeichnet. Hm, doch, Moment mal. Diese Hörner sind anders beschaffen als die der Antilopen in Alamigo. Mit meinen Methoden werde ich das Heilextrakt nicht aus ihnen gewinnen können. Da muss ein Einheimischer ran. Du kennst doch sicher Buscaron, oder? Genau, den Wirt von Buscarons Horst. Der hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen seiner Gäste und schert sich nicht, woher man kommt. Außerdem weiß ich, dass Buscaron neben hochprozentigen auch Arzneien in seinen Regalen stehen hat. Wenn du ihn bitten könntest, dir das Heilmittel aus den Hörnern herzustellen, wäre mir sehr geholfen. Die fertige Medizin kannst du direkt zu meinem untergebenen Pharamund bringen. Ich stehe jetzt schon tief in deiner Schuld, Abenteurerin. Ach, kein Problem. Kein Problem, wir machen doch sowas ständig. Ständig und gerne. Denn wir sind nett und hilfsbereit. Ja, ja. Da könnten sich andere mal eine Scheibe von abschneiden. Hm, och. Echt? Oh, ja gut. Da möchte man auch nicht unbedingt reinlaufen. Hast du gut gemacht, Chocobo, dass du da nicht einfach weitergelaufen bist. Ich dachte gerade schon. Ach, oh, klasse. Warum läuft er denn nicht weiter? Aber nö, nö, passt schon, passt schon. Man muss ja nicht unbedingt in den Tod reinsprinten. Das kann man schon mal verhindern. Danke, Reitente. Moin, ich bin's wieder. Hey, schön dich mal wiederzusehen. Was macht die Abenteurerei? Wäre mir eine Ehre, wenn du deine schwer verdienten Gil bei mir auf den Kopf hauen würdest, meine Liebe. Ja, hier, guck mal, mach lieber da was draus. Du bist wegen einem Heilmittel hier, sagst du? Für einen der Flüchtlinge aus Alamigo in Mühlenbruch? Na, wenn das so ist, dann gib die Hörner mal her. Bis ich das fiebersenkende Mittel hergestellt habe, ist der Ärmste vermutlich schon dreimal über den Silbertränensee gewandert, aber zum Glück ist der gute Buscaron ja immer bestens vorbereitet. Ich gebe dir einfach meinen Vorrat aller Medizin, den ich noch hier im Schrank stehen habe. Naja, ist ja schon gut. Brauchst du nicht gleich auf die Knie zu fallen? Du hast schließlich schon genug für mich getan. Komm demnächst einfach mal wieder auf den Krug vorbei, dann sind wir quitt. Und jetzt lass den Kranken nicht länger warten. Hast du Bier für mich? Smooth, willkommen, willkommen. Mein Gast mit dir gebe ich nur das Beste vom Besten. Ob Soldat, Händler oder bekannte Abenteurerin, hier soll ein jeder seine Sorgen vergessen können. Was darf ich dir einschenken? Jägermeister. Was? Das gibt's nicht als Kopf. Oh Gott. Nimm dich wichtig vom Wichten, dann krieg ich nicht mal ein Bier. Geschweige denn Jägermeister. Oh Mann.
Der Buscaron. Hm. Vom Namen her ist das auch eine Mischung aus Suchen und Geschnetzeltem. Buscar heißt Suchen, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Und Chicharron ist einfach geschnittenes Fleisch, das kann alles möglich sein. Also Buscaron sucht geschnittenes Fleisch. Mhm. Oh fuck, jetzt kriege ich Hunger. Damn! Ich sollte nicht immer so um 12 Ecken denken, wenn das sowieso dann immer wieder auf Essen rausläuft. Zwielicht Todesmaus? Hört sich auch gut an. Nom nom nom. Moin, ich soll das deinem... Achso, ja du, Pharamond. Ist ja dann gar nicht der Manfred. Bist du die Abenteurerin, die Hauptmann Manfred Hilfe gebeten hat? Könntest du dir Medizin besorgen? Ja, ich hab's hier schon, schau mal. Wow, das wird Galien über den Berg helfen, da bin ich mir sicher. Hoffentlich nicht über den Jordan. Dem Hauptmann fällt sicher ein ganzer Lehmgolem vom Herzen. Mann, bin ich froh. Okay. Krieger, alles Krieger. Was macht das hier? Ja. Pff, nee. Nee. Hey, Abenteurerin, hast du zufällig Galien gesehen? Bis gerade lag er noch auf dem Krankenbett und jetzt ist er mit einem Mal spurlos verschwunden. Er war am schwersten von allen verwundet. Wenn er nicht schnell die Medizin nimmt, verreckt er mir noch, verdammt nochmal. Ich höre mich weiter um. Kannst du vielleicht bei Albreda nachfragen, ob sie was weiß? Oh, die steht immer noch genau 5 Meter daneben. Meine Fresse. Ich kann mir schon denken, warum du hier bist. So wie Manfred da vorne rumzetert, hatte mir mittlerweile sicher ganz Mühlenbruch vom Verschwinden seines Untergebenen mitbekommen. Und ich glaube sogar, dass ich euch weiterhelfen kann. Ich habe nämlich vor einigen Tagen einen Brief erhalten, den mir einer von Manfreds Männern anvertraut hat, mit der Anweisung, ihn erst zu öffnen, wenn jemand danach fragt. Hauptmann Manfred, ich war der Truppe schon viel zu lange an der Last. Es ist an der Zeit, dass ich euch verlasse. Sorgt euch nicht und reist nach Klein Alamigo weiter. Gezeichnet ist der Brief von einem Galien. Das ist der Mann, oder? Ein Megid, wie er im Buche steht. Nur das Wohl der anderen im Kopf und bereit, dafür jedes Opfer zu bringen. Schade um so eine gute Seele. Bald wird er es mit seinen schweren Verletzungen in den Wald sicher nicht schaffen. Hast du das gehört oder muss ich es dir wieder buchstabieren? Was sagst du? Oh, herzlich Gott. Oh, dieser Volltrottel von Galien will uns nicht länger zur Last fallen. Wer hat ihm denn solch einen Schwachsinn eingebläut? Ich werde die Umgebung mit meinen Männern durchkämmen. Sieh du östlich von Mühlenbruch nach, Abenteurerin. Okay, er ist wahrscheinlich östlich von Mühlenbruch. Sowas aber auch. Komm schon, Reitente, hilf mir mal, bisschen schneller da vorzulatschen. Hui! Jo, man kann nicht auf die Zelte drauf. Hey, sowas aber auch, dass der jetzt gerade ausgerettet hier ist. Moin! Fuck, noch einer von den edlen Goblins. Sieh dich vor! Arschloch, lass den armen Mann in Ruhe. Scheiß Wegelagerer. Der greift aber auch erst an, wenn wir... Oh oh. Einfach mal hier den armen Galien weggesprengt. Ach, der Arme. So, stirb. Oh, schönes Feuerwerk. Und, kommt noch was, oder? Galien suchen. Achso, jetzt mit dem Sprech... Oh, okay. Na? Oh. Galien! Hauptmann, verzeiht mir, seit unserer Flucht bin ich euch allen nur zur Last gefallen. Bitte, zieht ohne mich nach Klein Alamigo weiter. Ihm der Schwachkopf! Ein schöner Hauptmann wäre ich, wenn ich meine Männer im Wald krepieren ließe. Wir Megiden lassen unsere Kameraden nicht im Stich, selbst wenn wir dafür durch die 7 Höllen gehen müssen. Das sollte doch klar sein. Wir haben geschworen, unsere Heimat zurückzuerobern. Hast du das schon vergessen? Darum frage ich dich, Galien. Willst du lieber als Ameisenfutter in diesen Wald enden oder auf dem Schlachtfeld noch ein paar dreckige Galiar mit in den Tod reißen? Aber Hauptmann! Ach, genug von diesem fiebrigen Gefasel. Du kommst mit uns zurück nach Mühlenbruch, Galien. Und sobald du wieder auf den Beinen bist, polierst du zur Strafe die komplette Truppenausrüstung. Ist das klar? Die frische Waldluft scheint den Jungs nicht gut zu tun. Bei Ralgra. Jedenfalls danke, dass du Galien aufgespürt hast, Abenteurerin.
Wir werden nach Mühlenbruch zurückkehren. Wäre doch gelacht, wenn ich diesen Trottel nicht wenigstens ein Fünkchen Verstand einexerzieren kann. Nehmt ihr mich mit? No! Natürlich nicht. Was war das auch für eine behinderte Annahme von mir, dass man Weg erspart bekommt? Zuh. Langsam sollte ich es doch eigentlich wissen, oder? Eigentlich. So, Manfred, alles klar jetzt, hm? Gallins Verletzungen sind schwerer als gedacht. Sieht ganz so aus, als müssen wir noch eine ziemliche Weile die Gastfreundschaft dieser sympathischen Gridania in Anspruch nehmen. Allein bei dem Gedanken wird mir speichern. Alle Klassenkrieger. Mal gucken. Also, Schiechen. Nee, da ist unseres besser. Na gut, das hat halt wieder Materia drin, aber ich habe nicht wirklich was für Magier momentan, wo Materia helfen würde. Also, Mane. Was nun? Na, du hast viel für uns getan, Abenteurerin. Ich weiß, dass das bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist und ich bin dir sicher sehr dankbar. Albreda hat mir erzählt, dass du Kontakt zur Befreiungsarmee suchst. Nun, wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann, will ich das gerne tun. Verstehe, der alte Grundobald kann ein ziemlicher Sturkopf sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Er war nämlich mein Ausbilder in der Befreiungsarmee. Also gut, ich werde einen Brief an ihn aufsetzen, den du ihm bitte aushändigst. Das sollte den Griesgram gnädig stimmen. Lass dich nicht von seiner abweisenden Art täuschen. Im Grunde ist er ein guter Kerl. Mit seiner Erfahrung wird er dir bestimmt ein wertvoller Verbündeter sein. Nice. Danke. Dann auf nach kleinen Alarm. Arschgeleckte. Haha! Naja. Aber wir kommen in der Wüsten. Ja, nicht über die Wüstenstadt oder Wüsten-City, aber. In Klein Alamigo werden wir auf jeden Fall weiterkommen damit. Dann geht's wieder zur Morgenröte und dann wieder sonst wohin und. Also, Gundobald. Du schon wieder? Habe ich mich beim letzten Mal etwa nicht deutlich genug ausgedrückt? Wir brauchen keinen Schnüffler in Klein Alamigo. Sieh zu, dass du Land gewinnst, und zwar schnell. Nope, lies dir das durch. Manfred! Ha! Da war eine Erinnerung wach. Stundenlang habe ich ihn die Baracken schrubben lassen, wenn er wie so oft die Fehler seiner Kameraden gedeckt hat. Und trotzdem hat er nie auch nur einen Namen ausgespuckt. Ein guter Mann, wahrlich. Während des Krieges haben wir uns aus den Augen verloren, aber vergessen habe ich ihn ebenso wenig wie unsere Lieder oder den Geschmack des migischen Weines. Einfach unübertroffen. Ah, migischer Wein ist so wie das Blut der Erde, meine Gute. Migischer Wein. Ja. Aber ich schweife ab, ich auch. Manfred spricht sich also für dich aus. Dann will auch ich nicht länger an dir zweifeln, Abenteurerin. Dein maskierter Unbekannter. Ich habe da so eine Ahnung. Solange du uns nicht in Schwierigkeiten bringst, will ich dir gerne auf deine Fragen antworten. Nice. Okay. Das ist nicht für uns. Das hier könnte was sein, also. Ach, wir haben ein 31er-Dings und das kommt dann... Nee. Nope! Dann nehmen wir doch das Ding. Alright. Also, gute Abenteurerin, hör mir gut zu. Jemand, der dem von dir gesuchten Mann verdächtig ähnelt, soll Kontakt zu einigen jüngeren Bewohnern unserer Siedlung geknüpft haben. Wenn du ihnen sagst, dass du in meinem Auftrag unterwegs bist, werden sie dir sicher Rede und Antwort stehen. Ja, klar. Kann ich einfach so behaupten, gib mir lieber ein Siegel oder so. Und verzeih ihnen, wenn sie sich aufmüpfig zeigen sollten. Sie sind jung und haben noch viel zu lernen. Ja, gut. Walter! Hey, Walter! Ein maskierter Mann? Kenne ich nicht, gibt's hier nicht. Ganz ehrlich, ich habe doch keinen Dreck am Stecken. Jupp, natürlich. Hm? Ach, das ist ein Messer. Bitte stich uns nicht ab, ja. Oh Jesus, dachte ich, was ist jetzt los? Ich habe ihnen sofort gesagt, dass wir uns mit diesen komischen Kerlen nicht einlassen dürfen, aber die Jungs wollten ja nicht auf mich. Moment, stand da wirklich, die Jungs wollten nicht auf mich? Oh, glaub mir, die Jungs wollen auf dich. Wie? Du weißt überhaupt nicht Bescheid? Also, du sagtest, dass Gundobald dich schickt. Habe ich schon das Schlimmste befürchtet. Na, dann ist ja gut. Jo.
Oh, jeez. Die sind ja echt gut im Lügen und Vertuschen. Jo, dann gucken wir uns doch hier auch gleich mal um. Stufe 40, was? Also eigentlich möchte ich da ja dann nicht in Schwierigkeiten kommen. Okay. Hey, Siffrit. Nennen wir es Kittenmann? Nö, nie gesehen. Was interessiert dich das überhaupt? Fremde wie du bringen uns nichts als Ärger. Ich werde meinen Freunden sicherheitshalber mal erzählen, dass du hier rumschnüffelst. Arsch. Na du? Ja, Maskette-Typ? Bleib mal bloß weg mit dem. Mit solchen Kinderspielchen habe ich nichts am Hut. Glaub mir, bei mir verschwendest du nur deine Zeit. Alright. Dann gehen wir hier mal auch ein bisschen... Ach, noch nicht Einsatz. 2 Sekunden. Oh, natürlich kann ich da nicht durchlassen. What the hell? 2 Sekunden zu früh gedrückt mit dem anderen Kack. Dann laufen wir halt einen kleinen Bogen. Oh, krieg ich jetzt dann bitte die Info, wo wir den maskierten Dude finden? Na? So, die Racker hacken also tatsächlich was aus. Und dein maskierter Mann scheint daran nicht allzu unbeteiligt zu sein, was? Sicher haben die jungen Leute ihre Gründe und doch, die Sache beunruhigt mich. Denn in ihren Augen brennt eine gefährliche Leidenschaft, die von ihrem Unmut über das viele Leid und Unrecht der letzten Zeit befeuert wird. Es erinnert mich an uns, als wir uns gegen die Unterdrückung in unserer Heimat auflehnten. Die Geschichte hat ja gezeigt, was uns das eingebracht hat. Die Galliar haben unsere Revolte instrumentalisiert und uns unsere Heimat genommen. Hass kann blenden. Das darf uns nicht nochmal passieren. Setze deine Untersuchungen auch in meinen Namen fort und lasse mich wissen, wenn du auf etwas stoßen solltest. Okay. Revitali-X? Ah ja, nee, dann nehme ich doch einen Supertrank. Hey, Renfing, alles klar bei dir. Hast du mit Grundobald alles beredet? Ich habe hier nämlich eine Nachricht für dich. Von einem Jungspund namens Wilred. Meinte, er will mit dir unter 4 Augen sprechen, draußen an der Felswand nördlich unserer Siedlung. Er ist etwas wie der Anführer der jungen Leute hier. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen, wahrscheinlich ist er lediglich neugierig, weil nicht viele Abenteurer von Grundobald akzeptiert werden. Der wird uns doch bestimmt in den Hinterhalt locken. Der wird uns sagen, hey, komm da hin und dann gibt's aufs Maul. Wie komme ich da jetzt am besten lang? Okay. Dann versuchen wir da einmal rauszulatschen. Dankeschön, aber durchs Gitter durchgebrochen. Nice. Und dann einmal... Oh, rum? Eine Sandhautpeiste. Oh, was ist das denn? Gestärkter Kampfdrakon. Krass. Das sieht heftig aus. Wieso ist das Ding so groß? Eine Steinhautpeiste. Wow. Okay. Gibt's hier gleich einen Kampf? Na? Na, ich hab dich schon erwartet, Abenteurerin. Du scheinst nicht auf den Kopf gefallen zu sein, also lass mich dich geradeaus fragen. Warum bei den Höllenspielen spielst du uns nach? Bist du die Handlangerin eines Schleppers oder gar eine galeische Agentin? Wie auch immer. Glaube ja nicht, du könntest unsere Pläne durchkreuzen. Schnappt sie euch! Na, ja, das war ja so klar. Das war so klar. Sie treten uns zwar ins Gesicht, aber das tut jetzt auch nicht allzu weh. Und er steht einfach nur rum und ja. Guckt. So. Und nun? Ja, verspotte uns ruhig. Diesen Kampf magst du gewonnen haben, doch der Krieg hat gerade erst begonnen.
Wir werden nicht auf ewig in dieser finsteren, muffigen Höhle hausen. Unser Plan wird aufgehen, das wirst du schon sehen. Wir werden so mächtig, dass wir die Galliar mit einem Schlag vernichten. Dann hat dieses jämmerliche Dasein endlich ein Ende. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Oh, jeez. Die werden sich da ordentlich in die Scheiße reinreiten. Aber so richtig tief in die Scheiße. Ich kann hier nicht rein? What the fucking hell? Bin ich mal wieder hier auf der falschen Ebene? Ich bin hier einfach... Das ist... Ah! What the fucking hell? Immer wieder der gleiche Scheiß. Orientierungslos. Wie Sau. Naja. Gibt doch da Schlimmeres. Also, ich habe Neuigkeiten. Und die sind nicht gut. Was sagst du? Wilred hat dich... Oh, diese törichten Kinder. Ich hatte ja befürchtet, dass sie etwas im Schilde führen. Aber dass sie sogar ihre Waffen gegen dich erheben. So schlimm ist es also schon gekommen. Ich muss mich bei dir dafür entschuldigen, die Gefahr nicht erkannt zu haben. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ja, wenn du so ordentlich was Gutes hier mitgibst. Doch, ja. Die Samtkulle. Das vergleiche ich doch gerne mal. Das habe ich mir zwar selbst gebastelt, aber das hier... Alter, wieso ist das so viel besser als das, was ich mir mühselig... Ach, weil das hier auch noch auf den Kopf geht wahrscheinlich, oder? Ja, keine Ausrichtung am Kopf. Wir nehmen das jetzt trotzdem mal mit. Und checken mal aus, ob das besser ist als das, was wir haben oder nicht. Ich tippe auf Nein. Jo, war irgendwo klar. Ich frage mich, was Wilred wohl meinte, als er dir erzählt hat, dass er und seine Freunde das Galäische Kaiserreich vernichten wollen. Ich meine, jugendlicher Enthusiasmus hin oder her, das ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Gundobald. Bertliana? Hm? Ja moin, das ist ja ein krasses Oberteil. Bertliana, was ist denn mit dir passiert und überhaupt, wo hast du die letzten 3 Tage gesteckt? Ich war draußen auf der Suche nach Wüstennesseln für einen Tee, als ich von einem Trupp der Leichenbrigade aufgegriffen wurde. Sie haben mich in den Unterschlupf verschleppt und verspottet. Sie haben gemeint, wir sollten uns nicht wundern, dass es uns dreckig geht. Unser falscher Stolz sei es, der für unser Elend verantwortlich ist. Bedeutet das, dass wir nie wieder in unsere Heimat zurückkehren werden? Ist Alamigo auf ewig verloren? Das ist ungeheuerlich. Wir haben dich an unserem Feuer, Bertliana, und lasse dir von Amelot etwas geben, das dich wieder zu Kräften bringt. Hast du sonst noch jemandem von dem Vorfall erzählt? Nur Wilred, den ich am Eingang getroffen habe. Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen, als er wie von einer Terrormilbe gestochen davongestürmt ist. So wütend war er. Oh, Ralgre, hast du uns wirklich verlassen? Ich werde mich mit unserem Rat beratschlagen. Könntest du in der Siedlung nach unserem jungen Wilden sehen? Mich dünkt, dass sie bereits wieder etwas aushecken. Es tut mir leid, dich in diese Sache mit hineinzuziehen, aber jetzt ist äußerste Vorsicht geboten. Alter, was die wohl aushecken. Ist sie noch da? Nö, aber... Ja, auf dem Dick würde ich auch rumfliegen. Ey, halt, da ist der Bertliana. Na du? Na, alles klar bei dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Hier in Klein Alamigo fühle ich mich absolut sicher. Es mag dir töricht erscheinen, aber die Gesellschaft meiner Freunde macht mich stark. Na gut, es scheint dir wieder ein bisschen besser zu gehen, immerhin. Immerhin das. Ach, Plände die jungen Megiden erkunden. Ja, das gucken wir uns nächste Folge an, würde ich sagen. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.